Stell dir vor, jemand kennt dich besser als jeder Mensch in deinem Leben. Nicht durch Kameras oder Spione, sondern durch unsichtbare Systeme, die jede Suche, jeden Klick und jede App aufzeichnen. Dein Smartphone, dein Computer und sogar Geräte in deinem Zuhause sammeln Tag für Tag Spuren von dir. So entsteht ein digitales Doppel, das deine Gewohnheiten kennt, deine Vorlieben, deine Schwächen und Geheimnisse, die du niemandem erzählen würdest. Unternehmen verwandeln das in Profite, Regierungen in Kontrolle. Heute öffnen wir die Tür zu dieser verborgenen Welt und werfen einen Blick auf Geschichten, die so bizarr und erschreckend klingen, dass man sie für Fiktion halten könnte und doch längst Realität sind. Es gab eine Zeit, da waren Öl, Gold und Gas die treibenden Kräfte der Weltwirtschaft. Heute ist es Wissen über Menschen. Daten haben die Rohstoffe von gestern abgelöst, denn wer die richtigen Informationen besitzt, hält die Macht. Sie zeigen nicht nur, was wir getan haben, sie können auch berechnen, was wir wahrscheinlich als nächstes tun werden. Wenn deine täglichen Entscheidungen in Zahlen übersetzt werden, wird daraus ein Werkzeug, mit dem man dich sanft lenken kann. Ein kleiner Hinweis hier, eine Empfehlung dort, ein perfekt zugeschnittener Werbespot im richtigen Moment. Und du glaubst, es sei deine eigene Wahl. In Wirklichkeit hat ein Algorithmus längst die Richtung vorgegeben. Für Unternehmen bedeutet das endlose Profite, weil sie nicht mehr hoffen müssen, dass du kaufst. Sie können dich unmerklich dazu schieben. Für Regierungen öffnet sich die Tür zu einer ganz neuen Dimension von Überwachung und Kontrolle. Und das vielleicht Bedrohlichste. Daten verschwinden nie. Sie lagern in Archiven, können kopiert, weiterverkauft und Jahre später in einem völlig anderen Zusammenhang gegen dich eingesetzt werden. Die großen Namen sind uns allen vertraut. Google, Meta, Amazon, TikTok. Sie wirken auf den ersten Blick wie praktische Helfer, fast schon Freunde in der digitalen Welt. Doch hinter den bunten Logos steckt ein Hunger nach Informationen, der kaum zu stillen ist. Google zeichnet nicht nur auf, wonach du suchst. Es kennt deine Bewegungen, speichert deine Stimme, merkt sich deine Interessen in YouTube bis ins kleinste Detail. Meta ist nicht weniger neugierig. Es beobachtet, mit wem du Kontakt hast, wie du dich verhältst, welche Stimmung du gerade hast. Amazon hingegen weiß längst, wann du knapp bei Kasse bist oder wann du dir etwas gönnen willst. Es schlägt Produkte vor, noch bevor du überhaupt realisierst, dass du sie brauchst. Und TikTok? Dort ist jede Scrollbewegung, jeder Stopp, jedes Replay ein Signal, das genau vermisst, wie lange dein Blick hängen bleibt, worauf du emotional reagierst, was dich am Bildschirm fesselt. So entsteht ein Abbild, das präziser ist als jede Selbstauskunft, die du je geben könntest. Manche Geschichten wirken so absurd, dass man sie für einen dystopischen Film halten könnte. Doch sie sind geschehen. Ein Beispiel ist Clearview AI. Diese Firma hat Milliarden Fotos aus sozialen Netzwerken und Webseiten abgesaugt, ohne jemals jemanden zu fragen. Ihr System erkennt Gesichter selbst dann, wenn sie unscharf und nur teilweise zu sehen sind und kann in Sekunden herausfinden, wer du bist. Was wie ein futuristisches Spionagetool klingt, ist bereits Realität und wird weltweit von Polizeibehörden genutzt. Auch im eigenen Zuhause sind wir nicht sicher. Roomba-Saugroboter, die nur Böden reinigen sollten, erstellen hochpräzise Karten deiner Wohnung. In einem Fall tauchten Bilder auf, die intime Momente von Kunden zeigten, aufgenommen während Tests. Szenen, die niemals hätten außerhalb dieser Wände existieren dürfen. Fitness-Apps, die eigentlich deine Gesundheit unterstützen sollen, sammeln weit mehr als Schrittzahlen. Schlafrhythmen, Herzschläge, Bewegungsmuster, all das wird gespeichert. 2018 zeigte eine öffentlich zugängliche Heatmap einer dieser Apps plötzlich Laufwege von Soldaten, die auf den ersten Blick nichts Besonderes waren. Doch zusammengesetzt entlarvten sie die Standorte geheimer Militärbasen. Noch intimer wird es bei Menstruations-Apps, die wissen, wann Nutzerinnen Sex haben, ob eine Schwangerschaft geplant ist, wann die Stimmung kippt. Diese Daten wandern an Drittfirmen, die damit Geld verdienen, während die Nutzer glauben, eine harmlose App zu verwenden. Und während wir im Wohnzimmer Fernsehen schauen, hören manche Smart TVs zu. Sie speichern, wann wir einschalten, was wir schauen, wie lange wir bleiben. Und in manchen Fällen fangen sie über eingebaute Mikrofone auch Geräusche aus dem Raum auf. Sogar Spiele wie Pokémon Go sind mehr als nur Unterhaltung. Hinter den bunten Figuren läuft ein System, das präzise GPS-Daten sammelt und Bewegungsprofile erstellt. So detailliert, dass Experten sagen, man konnte nicht nur sehen, wo Spieler gerade waren, sondern auch vorhersagen, wohin sie wahrscheinlich gehen würden. Nicht nur Konzerne greifen auf diese Daten zu. Regierungen haben längst erkannt, welche Macht in ihnen steckt. In China gibt es das Sozialkreditsystem,
das Bürger nach ihrem Verhalten bewertet. Wer als vorbildlich gilt, wird belohnt. Wer sich widersetzt, verliert Rechte. Damit wird aus Daten nicht nur ein Werkzeug der Analyse, sondern ein direktes Instrument zur Steuerung der Gesellschaft. In den USA zeigte Edward Snowden, dass die NSA massenhaft digitale Kommunikation sammelte, weit über das hinaus, was sich jemand vorstellen konnte. Millionen Menschen waren betroffen, ohne es je zu ahnen. Seitdem wissen wir, Überwachung geschieht nicht nur bei Verdacht, sondern präventiv, flächendeckend. Europa rühmt sich gern mit Datenschutzgesetzen. Und die DSGVO gilt als Vorzeigebeispiel. Doch auch hier existieren Hintertüren, die es Behörden ermöglichen, auf persönliche Daten zuzugreifen. Sei es für Ermittlungen, Terrorabwehr oder schlicht zur nationalen Sicherheit. Was nach Ausnahme klingt, kann schnell zum Normalfall werden. Noch gefährlicher ist die stille Kooperation zwischen Staaten und Konzernen. Wenn Regierungen bei Tech-Giganten anklopfen, um Zugriff auf Nutzerdaten zu erhalten, entsteht ein Geflecht, das sich unserer Kontrolle entzieht. Offiziell geschieht es für Sicherheit und Ordnung. Inoffiziell verschwimmen die Grenzen zwischen Schutz und Machtmissbrauch. Die Folge? Eine Gesellschaft, in der wir uns immer beobachtet fühlen. Vielleicht nicht durch die Kamera an der Straßenecke, sondern durch unsichtbare Systeme, die längst im Hintergrund laufen. Unsichtbar werden wir niemals. Aber wir können entscheiden, wie viel wir preisgeben. Es beginnt mit kleinen Schritten. Ein datenschutzfreundlicher Browser statt der Standardlösung. Suchmaschinen, die keine Profile erstellen. Ein kritischer Blick auf App-Berechtigungen. Das Ausschalten von Kamera und Mikrofon, wenn sie nicht gebraucht werden. Das bewusste Deaktivieren von Standortdiensten. Jede dieser Entscheidungen verändert das digitale Abbild, das von uns existiert. Daten sind die mächtigste Währung unserer Zeit. Unternehmen jagen ihnen hinterher, Regierungen nutzen sie. Die Frage ist nicht, ob sie gesammelt werden, sondern wofür sie eingesetzt werden und von wem. Absolute Anonymität ist eine Illusion. Doch Bewusstsein und Entscheidungskraft gehören noch uns. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Teile uns deine Meinung in die Kommentare.